Selbstmord, Wahnsinnsfahrt in Österreich. Wehrsold, Trennungsgeld für Soldaten. Bundesliga, Dortmund bleibt Spitzenreiter. Guten Abend, meine Damen und Herren. Grauenvolle Verzweiflungstat eines Selbstmörders. Ein Österreicher ist am Morgen mit seinem Auto bewusst in einen entgegenkommenden, vollbesetzten Omnibus gerast. Schauplatz des Dramas, eine Bundesstraße bei Fürstenfeld in der östlichen Steiermark. Bilanz der Amokfahrt, 2 Tote, 27 Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Der Bus, der aus der Schweiz kam, sollte 33 serbische Gastarbeiter in ihre Heimat bringen. Um 5 Uhr morgens dann das schreckliche Ende. Der 22-jährige Todesfahrer wechselt die Straßenseite, rammt den Omnibus. Er und ein Serbe sterben noch am Unfallort, die anderen Insassen können den Bus verlassen, bevor er in Flammen aufgeht. Kurz vor seiner Tat hatte der Selbstmörder einen Freund angerufen und gesagt: Jetzt bin ich glücklich, jetzt mache ich es. Protest gegen Rechtsradikale in Sachsen-Anhalt. 200 Demonstranten marschierten durch die Innenstadt von Haldensleben, um gegen Neofaschismus und Gewalt aufzurufen. In Haldensleben war am vergangenen Wochenende es zu einem brutalen Überfall von Neonazis auf den Treff einer linken Gruppierung gekommen. Etwa 500 Menschen folgten heute dem Demonstrationsaufruf, darunter auch autonome Gruppen. Begleitet wurde der Protestmarsch von einem starken Polizeiaufgebot. Die Demonstranten zogen zu dem Haus, in dem es am vergangenen Wochenende zu einem brutalen Überfall gekommen war. 15 Rechtsradikale hatten ein Lokal gestürmt. Einem der Anwesenden schlugen sie brutal mit einem Baseballschläger auf den Kopf. Der 22-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt. Die Demonstration ist eine Reaktion auf den brutalen Überfall jugendlicher Neonazis auf ein Lokal einer linken Gruppe. Immer wieder ist es hier in Haldensleben zu Schlägereien zwischen rechten und linken Gruppen gekommen. Es soll keine Gegengewalt geben. Wir wollen nicht Gewalt mit Gegengewalt beantworten. Doch Jugendliche aus der linken Szene haben angekündigt, den Überfall der Rechtsradikalen zu rächen. In der vergangenen Nacht sind in Norddeutschland 4 Brandanschläge auf türkische Geschäfte verübt worden. Heute konnten 5 tatverdächtige Türken kurdischer Abstammung festgenommen werden. Tatort Hamburg. Auf dieses türkische Reisebüro wurde am späten Freitagabend ein Brandanschlag verübt. Unbekannte Täter warfen 2 Molotow-Cocktails gegen die Schaufensterscheibe. Glücklicherweise konnte der Brand schnell gelöscht werden. Die Bewohner des Hauses kamen mit dem Schrecken davon. Zeitgleich wurden in Oldenburg und Kiel Anschläge auf türkische Einrichtungen verübt. Die Polizei konnte hier 5 tatverdächtige Kurden festnehmen. Kurden hatten in den vergangenen Monaten wiederholt türkische Restaurants und Läden als Ziel von Anschlägen benutzt. Rund 4,2 Millionen Wahlberechtigte stimmen morgen über die zukünftige Landesregierung in Hessen ab. Seit 4 Jahren regiert dort Ministerpräsident Hans Eichel mit einer rot-grünen Koalition. Sein Herausforderer ist Bundesinnenminister Manfred Kanter, der im Fall eines Wahlsieges mit der FDP die Regierung übernehmen will. Kurz vor 12 für Rot-Grün oder Ende erste Halbzeit. Die Umfragen meinen es gut mit Hans Eichel und seiner Koalition. Hessen vorn, die zentrale Botschaft der SPD im Wahlkampf, kann sich auf gute Wirtschaftsdaten stützen. Als Gegengewicht zu Bonn stellt der Landesvater seine Regierung heraus. Im Bundesrat will Hessen gegen den Solidaritätszuschlag vorgehen. Eichel, häufig als konturenlos geschmäht, hat an Profil gewonnen. Sein Bekanntheitsgrad ist gestiegen, Folge der starken Personalisierung des Wahlkampfs. Laut Umfragen Kopf an Kopf mit ihm die CDU und Manfred Kanter. Fast schon wie in Amerika hat die Partei ihn in den Mittelpunkt gestellt, nicht immer wohl nach seinem Geschmack. Mehr innere Sicherheit, eine bessere Verkehrspolitik, verkürzte Genehmigungsverfahren, das verspricht Kanter für den Fall seiner Wahl zum Ministerpräsidenten. Und natürlich soll dann auch Schluss sein mit der hessischen Blockadepolitik gegen Bonn. Wahlentscheidend werden die kleinen Parteien sein. Die Grünen um Iris Blaul und Rupert von Plotnitz hoffen auf 10% plus X. Im Wahlkampf eher zurückhaltend setzen sie auf die geleistete Arbeit der letzten 4 Jahre und freuen sich klammheimlich über ihren Traumgegner Manfred Kanter. Die FDP muss sich noch strecken, um auf der landespolitischen Bühne zu bleiben. Zwischen 4% und 7% geben die Umfragen der Partei um Spitzenkandidatin Ruth Wagner. Zwischen nicht mehr im Landtag vertreten und Partner in der Regierung ist für die Liberalen so ziemlich alles drin.
Bei der Landtagswahl 1991 war die SPD mit 40,8% stärkste Partei geworden. Die CDU hatte 40,2%, Bündnis 90, die Grünen 8,8% und die FDP 7,4%. Seitdem wird Hessen von einer rot-grünen Koalition regiert. Nach den jüngsten Umfragen dürften Rot-Grün auf mehr als 50% der Stimmen kommen, CDU-FDP auf rund 46%. Die Diskussion um die Reform des öffentlich-rechtlichen Fernsehens geht weiter. ARD und ZDF sollen in Zukunft vollständig auf Werbung verzichten. So der Vorschlag vom Chef der Bayerischen Staatskanzlei, Erwin Huber. Nach geschätzten Zahlen haben die ARD und das ZDF 1994 durch Werbung 620 Millionen Mark eingenommen. Die drei größten privaten Fernsehsender haben im selben Zeitraum nach Schätzungen 4,3 Milliarden Mark verdient. Fast die Hälfte des Gebührenaufkommens der beiden öffentlich-rechtlichen Anstalten, das 1994 bei insgesamt 8,7 Milliarden Mark lag. Die entstehende Finanzlücke durch die fehlenden Werbeeinnahmen könnten die öffentlich-rechtlichen Anstalten, so Huber, durch Sparmaßnahmen schließen. Bundesverteidigungsminister Rühe will die Bundeswehr für Wehrpflichtige wieder attraktiver machen. Ab 1996 soll es eine Mobilitätszulage geben und generell schnellere Beförderung. Während Zivildienstleistende meist zu Hause wohnen, heißt es für die Wehrdienstleistenden oft auf zum Einzug in die Kaserne. Diesen Schritt will Bundesverteidigungsminister Rühe den Rekruten nun finanziell versüßen. Zusätzlich zum Sold von anfangs 13,50 Mark am Tag sollen die Wehrpflichtigen, die mehr als 100 Kilometer von ihrem Heimatort stationiert sind, eine Mobilitätszulage von 60 Mark pro Monat erhalten. Ein weiterer Anreiz für den Dienst beim Bund: künftig sollen die Rekruten schon nach 3 Monaten zu Gefreiten befördert werden und bereits nach 6 Monaten können sie Obergefreite werden. Der Bundesverteidigungsminister verspricht sich von diesen Maßnahmen mehr Engagement seiner Soldaten. Herbert May wurde am Montag zum neuen Vorsitzenden der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr gewählt. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern gilt er eher als ein Mann der leisen Töne. Herbert May ist unsere Person der Woche. Es ist kein Traumjob, den Herbert May am Montag von seiner Vorgängerin Monika Wulff-Mathies übernahm. So hatte er bei seiner Wahl zum ÖTV-Vorsitzenden auch keinen Gegenkandidaten. May, der lieber zuhört als redet, leitete bislang den ÖTV-Bezirk Hessen. Bei allen wichtigen Tarifrunden der vergangenen Jahre saß er mit am Verhandlungstisch. Diese Erfahrung wird er bei der Tarifrunde 95 brauchen. Ich erwarte harte Tarifauseinandersetzungen. Wir wollen wieder mehr Geld in das Portemonnaie der Beschäftigten bringen. Wir wollen die Kaufkraft sichern und wir wollen Anschluss halten an die allgemeine Einkommensentwicklung. Die öffentlichen Arbeitgeber haben bisher signalisiert, dass sie dazu nicht bereit sind. Ein Arbeitskampf sei nicht ausgeschlossen. Danach will May die zweitgrößte deutsche Gewerkschaft reformieren. Denn seit 1991 hat die ÖTV rund 200.000 Mitglieder verloren. Vor 2 Monaten riefen ProSieben und UNICEF dazu auf, den Landminenopfern von Kambodscha zu helfen. Heute wollen wir uns bei Ihnen bedanken. 156.000 D-Mark wurden gespendet. Hunderten Verletzten konnte damit geholfen werden. Sie sind für ihr Leben verstümmelt, können nie wieder arbeiten, ihre Familien verarmen. Die Opfer von Landminen. In Kambodscha haben 22.000 Menschen die grausame Detonation einer Mine schwer verletzt überlebt. Jeden Monat kommen neue 1.000 Opfer hinzu. Ein Drittel davon sind Kinder. Die Regierung in Kambodscha ist mit der Versorgung der Patienten überfordert und auf internationale Hilfe angewiesen. UNICEF konnte durch die Spenden von ProSieben-Zuschauern nicht nur die ärztliche Versorgung verbessern, sondern auch viel zur Aufklärung der Bevölkerung beitragen. Eine Hilfe, die vor allem die Zukunft der bedrohten Kinder von Kambodscha sichern soll. So, das Warten hat ein Ende. In der ersten Fußball-Bundesliga rollt wieder der Ball. Spitzenreiter Dortmund musste heute in München gegen die Löwen antreten. Und Abstiegskandidat Bochum empfing den FC Bayern, der seinerseits den Aufstieg ins Spitzenquartett vor Augen hatte.
Schützenfest für den BVB zu Gast in München. In der ersten Hälfte mühten sich die 60er redlich, doch ohne Torerfolg. Schon nach 8 Minuten und diesem Foul von Brajkovic an Möller erzielten die Gäste den Führungstreffer. Zorc verwandelt den Strafstoß. In der zweiten Hälfte nutzten die Borussen dann konsequent die Abwehrschwäche des TSV. 0:2 durch den heute überragenden Sammer, der gut 10 Minuten später auch noch den nächsten Treffer vorbereitete. Das 0:3 durch Riedle. Dank ungebrochenem Kampfgeist der 60er gelang anschließend dem eingewechselten Erhard der verdiente Ehrentreffer. Dann aber machten die Dortmunder den Sack zu. 1:4 durch Chapuisat in der 86. Minute und 3 Minuten später hier im Bild der 1:5 Endstand durch Möller. Nicht ganz so viele Tore fielen in Bochum, doch auch ohne Matthäus und Papin dominierten die Bayern und gingen durch Kostadinov nach 37 Minuten in Führung. Es war sein erster Bundesliga-Treffer. Nach dem Wechsel-Eckstoß von Scholl, Helmer steigt am höchsten und lässt Schlussmann Wessels keine Chance. Der Rest war Ergebniskosmetik. Denn trotz des Bochumer Anschlusstreffers durch Hermann rutschte der VfL durch die 1:2-Niederlage auf den letzten Tabellenplatz ab. Und hier alle Ergebnisse im Überblick. Bremen-Dresden 1:0, Bochum-Bayern-München 1:2, Mönchengladbach-Schalke 0:1, Hamburg-Stuttgart 0:2, 1860 München-Dortmund 1:5 und Kaiserslautern-Leverkusen 1:0. Bereits am Freitag spielten Freiburg-Karlsruhe 2:1, Duisburg-Uerdingen 2:0 und Köln-Frankfurt 3:0. Und hier die Tabelle des 18. Spieltages. Mit seinem souveränen Sieg in München bleibt Dortmund Spitzenreiter, Bremen trotz schwacher Leistung Zweiter. Freiburg und Bayern München verbesserten sich je um einen Rang, ebenso Kaiserslautern. Wieder in die Abstiegszone abgerutscht sind die Münchner Löwen. Duisburg übergab Bochum die rote Laterne. Steffi Graf und Boris Becker, die deutsche Tenniselite im Auslandseinsatz. In Mailand musste der Weltranglisten-Dritte im Halbfinale gegen den Tschechen Petr Korda ran. In der Vorschlussrunde in Paris traf die lange verletzte Weltranglisten-Zweite Steffi Graf auf Jana Nowotna. Steffi Graf voll konzentriert, Jana Nowotna wie gewohnt athletisch. Und nach einer kurzen Warmlaufphase gab es streckenweise klasse Tennis zu sehen. Dazwischen immer wieder leichte Fehler auf beiden Seiten. Vor allem die Weltranglisten-Zweite wollte es manchmal wohl etwas zu gut machen. Sei es drum, nach 3 Monaten Verletzungspause ist die Brühlerin auf dem richtigen Weg. 4 Breaks in 2 Sätzen, 7 Asse und nach kaum 1,5 Stunden saß der erste Matchball zum 6:3 und 6:2. Im Halbfinale in Mailand musste sich der Weltranglisten-Dritte Boris Becker heute